Ja, ich würde sagen, dann kapern wir das Boot. Vergessen haben wir nichts. Den Schatz von Jim können wir uns später holen. Hoffe ich. Der Alligator da läuft ja wahrscheinlich nicht weg. Und der Schatz wahrscheinlich auch nicht. Dann holen wir uns den einfach, weil wir ein bisschen fitter sind oder vielleicht noch ein bisschen mehr auf dem Kasten haben. Das Wut. Ja, das Wut. Jetzt aber. Ja, ja. Ah ja. Ich habe alle Kanonen sabotiert. Das wird eine schöne Überraschung. Bevor die merken, was los ist, sind wir weg. Und außerdem... Ich habe alles erledigt. Gut, gehen wir aufs Schiff. Bist du bereit? Natürlich. Ich bin bereit. Na dann los. Wir folgen dir. Folgt ihr mir auch überall hin oder nur aufs Schiff? Nicht, dass sie gleich sagen, wir warten hier irgendwo. Hey, es ist doch der Gefangene. Alles klar. Ich habe ihn wieder eingesammelt. Dann ab mit ihm in den Turm. Was macht die Hexe hier? Keine Sorge. Jetzt, wo Crow tot ist, werdet ihr erstmal keine Probleme mehr mit den Eingeborenen haben. Außerdem bürge ich für sie. Alles klar? Natürlich. Weitergehen. So, die Herrschaften, dann kommt mal ran. Dann wollen wir doch mal kurz was gucken. Inquisitionsturm. Das müsste ja beim Dorf der Shaganumbi war das, ne? Das müsste hier gewesen sein. Ich glaube, von da kommen wir am schnellsten hin. Super, wir sind noch alle intakt. Erstens mal gab es da auch noch einen Jaguar. Den können wir zu dritt natürlich super flott besiegen. Hervorragend. Ich speichere mal eben lieber. Da hinten ist er. Oder Puma oder Tiger oder whatever. Mietz, 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 Mietz. So, pam, pam. Huch, der lebt ja noch. Jetzt nicht mehr. Ein Jaguarfell, das sieht doch schon mal gut aus. Huch. Cool, mit den Heilungen finde ich ja super. So, stirb, du schmutzige Bestie. Jetzt ist dein letztes Stündlein. Geschlagen. Na super. Da hat sich der Kampf ja richtig gelohnt. Und jetzt holen wir uns noch das Krokodil vom Nil und dann holen wir uns auch den Schatz. Ich überlege gerade, ob wir uns noch irgendwelche Ghule holen können oder irgendwas, aber ich glaube, die haben wir alle soweit. Oder habe ich irgendwo was vergessen? Ich weiß es gar nicht. Doch, ich glaube, eine Höhle mit Ghule gab es hier, mit Ghulen gab es hier noch, die noch nicht clean ist. Aber ich glaube, ihr seid genauso scharf drauf, aufs Schiff zu kommen wie ich. Die Ghule können wir uns auch später noch holen. Da machen wir noch ein bisschen Bambule bei der Ghule. Ha, 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 ha. Naja, jetzt erstmal hier durch den Durchgang. Und dann müssten wir auch gleich beim Krokodil sein. Ich gebe mal ein bisschen Fersengeld. So. Die Herrschaften noch alle da? Sehr gut. Ich dachte gerade, diese Truthähne da. Sahen gerade so verdächtig aus. Da ist der Schatz. Hier ist eine Schädelblüte. Hey, Kroko!
Ich gehe da mal lieber ein bisschen vorsichtiger vor. Na los, greift ihn an! So! Das war ja jetzt erstaunlich leicht. Ich glaube, man muss bei dem einfach viel mehr blocken als irgendwas. Dann geht das schon. Hier ist ein Pokupilz. Da hinten ist, glaube ich... Ist das noch einer? Nö. Aber da ist eine Beere. Und jetzt holen wir uns mal Lüschatz. Dann haben wir den auch. Und dann können wir eigentlich zurück nach Isabella. Zack. Ja, hier einfach mit der Schaufel in den Fels reingraben. Ist gar kein Problem für versierte Piraten. Das ist wahrscheinlich eine Diamantschaufel. Ist kein Problem. Die Schaufel reflektiert so lustig übrigens. So, Moment. Hier wegfegen und dann... Ja. Was haben wir denn da Feines? Schauen wir doch mal nach. Smaragd, 400 Gold, Goldpokal, Schale und eine Karaffe. So, da hinten holen wir uns gleich mal kurz die Wildschweine. Ich glaube, da waren noch welche. Was sind das für Bauten da hinten eigentlich? Ich glaube, die Wildschweine haben wir noch nicht weg, ne? Oder doch? Na, zumindest nicht alle. So, du bist gewesen, Schwein. Ja, ja, Tavonga Raka, genau. Ach, jetzt kriegen wir auch Warzenschweinfälle. Das ist natürlich ausgezeichnet. Bei Risen muss man sich eigentlich echt merken, immer gleich zu Anfang die ganzen Tiermalträtierer zu holen. Ne, also ja, Kieferzange, tralala, die ganze Ausrüstung, mit der man tote Tiere auseinandernehmen kann. Ich glaube, auf Dauer lohnt sich das dann doch schon, in der Menge gesehen, bei dem, was man da erbeutet. So, ich wollte nur mal ganz kurz gucken, was das da für Gebäude sind. Und dann pesen wir auch gleich zurück. Hier gibt es, glaube ich, nichts mehr, oder? Ach doch, guck mal. Ja, 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 ist ja gut. Au! Na! Nee, Chani will ich nicht häuten. Die sieht mit Haut, glaube ich, besser aus. Kann man auch nicht von jedem sagen. Manche Menschen sehen einfach ohne Haut besser aus. So, ach, da ist es ja. So, hier holen wir uns nochmal die Haut. Und ansonsten gibt es hier nichts. Aha. Ach, das ist wieder eins von diesen Dingern, wo man nicht reinkommt. Das ist einfach nur so ein komischer Tempel, der da irgendwo steht, der ringsherum abgeschottet ist. Schade. Und ich vermute mal, mit dem da oben kommen wir auch nicht rein. Ich versuche mal hier hinten mein Glück. Hallo, Glück? Ja, das mit dem Glück ist hier so eine Sache. Ich glaube, da kann ich lange suchen oder versuchen. Und es sieht so aus, als würden wir hier in Richtung Wachturm kommen. Bin mir gerade aber nicht ganz so sicher. Na, jetzt, na. Ja, da ist der Wachturm. Okay, Mädel. Da unten.
Ich würde mal sagen, wir stiefeln zurück nach Puerto Isabella. Und dann speichern wir mal und übernehmen das Schiff. Das wird ein großes Feuerwerk, vermute ich mal. Los, machen wir, dass wir hier wegkommen. Welchen Kurs sollen wir setzen? Kapitän! Neues Reiseziel verfügbar. Den Slain sollen wir suchen. Insel der Toten, Caldera. Ich würde erstmal gern zurück nach Caldera. Wir fahren nach Caldera und reden mit Carlos. Meinst du, du kannst ihm trauen? Immerhin hat Sebastiano versucht, dir die Titanenharpune abzunehmen. Carlos und ich waren zusammen auf Faranga. Ich traue ihm auf jeden Fall. Wie du meinst. Ich setze jeden Kurs, den du willst. Ich traue dem keinen Meter. Wie, ich habe doch gerade gesagt nach Caldera. Warum muss ich denn jetzt schon wieder Takarigua? Da können wir auch nochmal hin. Nach Takarigua. Da hat man, glaube ich, noch ein paar Sachen offen. Caldera, der Sitz des Hohen Rates. Lass die Schatten flackern. Wir setzen Segel auf nach Caldera, obwohl ich da eigentlich gar nicht... Ich will nicht mit der Inquisition kooperieren, weiß Gott nicht. Ne, also nicht auf falsche Gedanken kommen. Warum flimmert das gerade so? Die Regionen, die du bereisen kannst, werden begrenzt. Ah ja. Ach, und die Mara lässt uns jetzt wahrscheinlich in Ruhe, weil wir die Titanenharpune haben. Und Caldera, für den, der sich nicht erinnern sollte, ist die Stadt, wo wir... Oder die Festung, wo wir ganz zu Anfang unser Abenteuer begannen. Komm mit. Wir können jetzt also den Leuten auch sagen, die sollen mitkommen. Wir können jetzt also auch... Der Boden ist schwach. Was? Ach so, du meinst das Schwanken des Schiffes. Tja, so ist das bei der Seefahrt. Die Boote der Shaganumbi sind auch schwankend, aber viel kleiner. Da hatte ich nie so ein Gefühl der Ohnmacht. Ich konnte jederzeit wieder herausspringen, wenn es zu schlimm wurde. Naja, da gefällt man sich, da gewöhnt man sich doch dran. Mir ging es am Anfang genauso. Ja? Natürlich. Oder glaubst du, ich bin auf einem Schiff geboren worden? Oh no. Aber... Es ist nur... Was? Das hier gehört nicht zu meinem Volk. Du wirst dich schon bald daran gewöhnt haben. Chi. Achtet, arme Mädchen. So, wir haben jetzt hier ein Bett. Wir sind Kapitän. Und wir haben jetzt... Deswegen hatten wir ja auch die Crew, ne? Patty, Charney, Hawkins. Können wir aber nicht auswählen, oder so? Grog 0, Grog 1. Okay. Gibt man den Grog, damit die sich hochheilen? Ich bin mir da nicht so sicher. Spielstand wurde erstellt. Aber ich glaube kaum, dass wir hier großartig Neues erfahren werden. Ich speichere trotzdem mal. Achso, wurde ja gerade erstellt. Das ist jetzt schon das zweite Mal innerhalb kürzester Zeit, dass hier ein Pirat auftaucht. Von wem sprichst du? Der Pirat Garcia kam vor einigen Tagen mit seinem Schiff hier an. Er hat behauptet, er hätte eine wichtige Nachricht für den Hohen Rat. Der Halsabschneider hat sich aufgeführt wie ein Edelmann. Der Garcia? Was wollte der denn hier? Wo ist Garcia jetzt? Keine Ahnung. Er ist vor ein paar Tagen weitergesegelt. Vielleicht weiß Carlos mehr. Was war das für eine Nachricht? Das hat er mir doch nicht auf die Nase gebunden. Hat sich richtig wichtig gemacht. Er meinte, die Nachricht wäre von Mara und für die Mitglieder des Hohen Rates bestimmt. Es würde mich nicht wundern, wenn Mara versuchen würde, auch mit dem Hohen Rat gemeinsame Sache zu machen. Ich nehme die Patty mal mit, bevor ich da jetzt gehe. Vielleicht hat die noch was zu sagen. Der Garcia, was kann der gewollt haben? Also ich meine, eine Botschaft überbringen, klar, aber was für eine Botschaft?
Ich habe das Gefühl, abermals wendet sich die ganze Welt gegen uns, wie schon in Risen 1. Komm mit. Kein Problem. Na also, geht doch, Schneckchen. Komm mit. Du hast schon jemanden, der dich begleitet. Muss ich mich jetzt entscheiden? Ich nehme mal Patty mit. Nur weil die was zu sagen hat. Ich guck mal kurz, wo ist denn der Hawkins? Wo ist denn die Kombüse? Der ist doch Smoothie, der muss in der Kombüse sitzen, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ist die vielleicht hier? Ach, da. Ich koch uns was Leckeres. Das ist gut. Nee, komm, Patty, da kommst du mal mit. Und dann bin ich mal gespannt, was uns da Neues erzählt wird. Was für ein Gegensatz das eigentlich ist. Drüben diese paradiesischen Inseln und hier alles nur am Brennen, alles kaputt. Alles schwarz und rot glühend. Präsentiert das Gewehr. Ach Mensch, Juan, alter Freund. Viel Glück. Ja, toll. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Stillgestanden. Speichern und weiter. Hallo, Carlos. Du bist zurück. Und? War deine Suche erfolgreich? Mehr als das. Ich habe die Waffe, hinter der Stahlbart her war. Stahlbart ist tot. Aber bevor er starb, hat er mir verraten, dass diese Waffe nur eine von vieren ist, die wir brauchen, um Mara selbst zur Strecke zu bringen. Dann bist du hier in großer Gefahr. Warum? Weil der Hohe Rat gerade dabei ist, ein Friedensabkommen mit Mara zu schließen. Ach du Scheiße, ich hab's doch gewusst. Die will gemeinsame Sache machen. Worin besteht das Abkommen? Das Abkommen besteht darin, dass wir ihr alle magischen Artefakte ausliefern, die uns in die Hände fallen. Im Gegenzug verspricht sie uns freies Geleit nach Arborea. Die Narren scheinen ihr das zu glauben. Die haben sogar Sebastiano beauftragt, dir das Artefakt abzunehmen. Er hat es versucht. Das dachte ich mir, als ich sah, mit welchem Schiff du in den Hafen eingelaufen bist. Aber am besten, du erzählst mir gar nicht erst, wie du an die Black Betty gekommen bist. Ich bin mir sicher, du hast für unsere Sache gehandelt. Natürlich habe ich das. Also, der Carlos scheint ja echt ein Freund zu sein. Ob das wirklich jemand sein sollte, dem wir in der Inquisition trauen können? Dann aber wahrscheinlich auch der Einzige. Wie konnte es nur so weit kommen? Von den 5 Mitgliedern des Hohen Rates sind es im Wesentlichen 2, die die Entscheidungen beeinflussen. Zum einen ist das Maurigato, der Vertreter der Handelsgilde. Und zum anderen Kommandant Corrientes, der Vertreter der Protektoren. Aber Corrientes ist zurzeit nicht hier, also hat Maurigato das Sagen. Als Maras Bote hier ankam, hat Maurigato ihn sogar persönlich empfangen. Das ist doch kein Zufall. Und wie kann es sein, dass bei einem Hohen Rat, der 4 Mitglieder hat, ein einziger über die alle anderen entscheidet? Was ist das für ein Rat, bitte? Wer war der Bote? Der Piratenkapitän Garcia. Er und seine Leute haben sich anscheinend mit Mara verbündet. Er kam unter der weißen Flagge in den Hafen gesegelt. Warum ist Corrientes nicht hier? Er ist zu einer Expedition nach Arborea aufgebrochen. Das war kurz nachdem wir uns das letzte Mal gesehen haben. Erzähl mir mehr über Maurigato. Maurigato ist zurzeit der mächtigste Mann in Caldera. Er wird alles tun, was ihm und seiner Handelsgilde zum Vorteil gereicht. Ich bin auf der Suche nach Garcia. Warum? Weil er eine der 4 Waffen hat. Garcia hat sich eine Zeit lang in Caldera aufgehalten, bevor er wieder gefahren ist. Ich weiß nicht, wo er jetzt ist. Aber er hat gewiss Spuren hinterlassen, aus denen du schließen kannst, wohin er gefahren ist. Was ich ja nicht so ganz verstehe, die Mara, ne? Die will ja, das Abkommen besteht darin, dass sie alle magischen Artefakte kriegt und trotzdem gibt sie ihre Artefakte, also die Artefakte, die ihr gefährlich sein können, haben die Kapitäne, mit denen sie verbündet ist. Also Menschenkapitäne. Warum behält sie die nicht einfach selbst am Grunde des Meeres? Ich meine, sicherer wird's doch nicht. Naja, gut. Ist auch egal. Vielleicht ist bei der das Gehirn da irgendwie über Jahre mit Algen zugesumpft, man weiß es nicht. Ich muss nach Caldera. Sehe ich auch so. Fang am besten bei Maurigato an.
Der hatte auf jeden Fall mit Garcia zu tun. Die Wache wird das Tor für dich öffnen. Sei vorsichtig da drin. Ach du Scheiße. Neue Quest Maurigato. Und das wollte ich ja schon von Anfang an wissen, wie es hier aussieht im Lande. Ne? Mach das Tor auf. Befehl von Carlos. Sofort.